Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei dem Spiel Emergency 2017. In dem ersten Video besser gesagt. Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Ja, das machen wir. Da haben wir die Stadt oder die Karte Hamburg gespielt. Heute sind wir in der Stadt München. Brauchen einen Notarzt. Und einen Rettungswagen. Verstanden. Ich werde jetzt einfach mal die ganzen vier Karten ein bisschen zeigen. Und dass wir auch mal auch gesehen haben, was es für Karten gibt. Und es gibt auch die Möglichkeit in dem Spiel, also nicht während dem Laufen des Spiels natürlich, aber das Spiel gibt einem die Möglichkeit, seine eigene Einsatzkarte quasi selber zu gestalten oder umzugestalten. Das bedeutet, wir könnten jetzt zum Beispiel dieses Haus wegmachen und dafür einen Parkplatz oder gar nichts hin machen. Ist halt eine Option von vielen. So, der Notarzt ist da. Wird erledigt. Okay. Was geht's? Na, geh doch dahin. Ah, man hört sogar die Krankentrage rollen. Okay, das hier oben können wir eigentlich zumachen. Das stört eigentlich schon ein bisschen. Die Karte hier unten können wir gar nicht wegmachen. Was haben wir hier? Das sind normale Einstellungen. Okay, das passt auch. Haben wir den Patienten gleich soweit stabilisiert wieder. Bin bereit. Verstanden. Also die ersten Minuten oder die erste halbe Stunde sogar fast, kann man sagen, dass es dass du zum Spielen reinkommen, das Spiel kennenlernst. Höre. Und mit der Zeit werden die Einsätze dann auch häufiger und paralleler. Das heißt, wir haben dann zwei, drei Einsätze teilweise parallel und auch Polizeieinsätze, wie jetzt zum Beispiel auch mit dem SEK oder Haus ist explodiert. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ja, das ist in Ordnung. Hier sind unsere Stationen, also unsere Basis. So, komm. Ja, 3 Minuten haben wir jetzt gebraucht. Ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Ja, gibt auch nur die kleinste Zahl an Punkten. Ingenieursfahrzeug, Bergfahrzeug, Bergungshelikopter. Hier oben sind die Alpen oder das Skigebiet. Achtung, in einem Gebäude hat sich eine Gasexplosion ereignet. Na toll. Löschen Sie alle Brände. Wenn nötig, kümmern Sie sich um alle Folgeschäden. Kein Problem. Dann brauchen wir die Drehleiter noch dazu. Wird erledigt. Hoffentlich. Naja, das Auto wird schon nicht erwischen. Naja, jetzt brennt das Haus hier drüben auch. Können wir gleich noch eine Drehleiter hinschicken. Jawohl. Stehen wir ja hier, 3 Brände. Dahinter und davor die gelöschten Brände. Na, kommt mir ja kurz, das Feuer breitet sich erstmal in die andere Richtung aus. Was geht's? Okay. Aber es sind anscheinend keine Personen zu retten. Was geht's? Wird erledigt. Das ist schon mal gut. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, wenn man die Innenansicht hat, also ist eigentlich in dem Sinne gar keine richtige Innenansicht, dass man auch Stockwerke von innen sehen kann. Wäre zumindest mein Wunsch gewesen. Kein Problem. Brennt jetzt Auto?
Achtung, uns wurde berichtet, dass eine Person eine Zeitbombe gelegt hat. Der Täter ist bewaffnet und gilt als gefährlich. Entschärfen Sie die Bombe, verhaften Sie den Bombenleger. Sollte die Bombe explodieren, bevor Sie sie entschärfen können, dann kümmern Sie sich um alle Folgeschäden. Ach so, also es ist in Ordnung, wenn er die Scheiße hier in die Luft jagt, ja. Also es ist halt ganz schön fahrlässig sowas. SEK, Drohne, dass wir was sehen, was da drüben abgeht. Verstanden. Da stellen wir den hin, mit seinem Roboter. SEK, Helikopter, gibt es da kein SEK? Ah, jetzt warte mal. Erwarte Befehl dabei. Schauen wir mal, was die Drohne sagt. Bin bereit, in Ordnung. Ich hab gar keine. Nö. Nee. Hat der? Auch nicht. Die SEK-Drohne hat ein Ziel gefunden. Okay. Wenn es eine Zeitbombe ist, haben wir natürlich auch nur ein gewisses Fenster. Nee, wir brauchen eigentlich nur einen. Wir müssen hier nicht so viele Kosten in Kauf nehmen. Sofort. Und da haben wir ja umnieten müssen. Notruf. Gebäudebrand. Ursache unbekannt. Verstanden. Löschen Sie alle Brände. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Ja, wir versuchen das mal zu vermeiden. Ja. Also wie gesagt, mehrere Einsätze gleichzeitig sind hier auf jeden Fall möglich. Jawohl. Und je nachdem, was du auf dem Schwierigkeitsgrad gerade eingestellt hast. Bin bereit. Jetzt lassen wir den einen Fuzzi hier mal ab. Oder? Hallo? Okay. Bin dabei. Okay, dann muss der halt so. Achso, okay, der kann das aus der Höhe nicht. Hallo, müssen die erst abbauen oder? Erwarte Befehle. Du darfst hier hinfahren? Jawohl. Mein Gott. Erwarte Befehle. Sofort. Ja? Jawohl. Ist das jetzt dein Ernst? Okay, fährt doch. So, jetzt sind wir hier oben wieder. Bin bereit. Ja, den werden wir einfach abknallen, weil Terrorist ist für mich keine Option. Erwarte Befehl. Erwarte Befehl. Sofort. Höre. Jetzt kann der den versorgen, du kannst wieder hier hingehen. So. Den müssen wir damit abtransportieren. Ja, wird gemacht. Dann können wir die Drohne zurückholen. Alles klar. Dann schicken wir den heim. Der darf die Zeitbombe eliminieren. Macht der freiwillig, gut. Dann schicken wir den Krankenwagen vielleicht dahin. Mal wieder den Rettungssanitäter. Dann passiert das schon mal automatisch. Was sind jetzt die Kollegen? Ja. Bin dabei. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Erwarte Befehle. Verstanden. Ernsthaft. Brutal. Ist die Bombe jetzt deaktiviert? Dann bist du wieder zurück. Erwarte Befehle. Okay. Dann kann er dir jetzt den aufbocken. Du kannst jetzt zu deinem Fahrzeug zurückjumpen. Hallo? Genau. Verstanden. Gut, wie schaut's beim Feuer hier oben aus? Die Kühlen?
Mülltonnen brennen. Aha. Das war jetzt eher ungeschickt. Schade, dass da oben keiner steht, der den, der das Strahlrohr oder den Wasserwerfer besser gesagt bedient. Finde ich schon etwas schade. Ja, hier brennt jetzt ehrlich gesagt auch nichts mehr. Was geht's? In Ordnung. In Ordnung, passt. Erwarte Befehle. Den schicken wir auch wieder haben. Blender sind gelöscht. Und den Sanitäter schiffen sie gerade ein. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Irre. Wo ist denn jetzt da der Scharfschütze? Geht denn der? Ach da. Erwarte Befehle. Dann landen für mit Z aus. Der kann da nicht landen. Dann steigt man den da wieder rein. Also Terrorgefahren sind hier in dem Spiel auch zu bewerkstelligen. Das ist zwar extrem hart und vielleicht für den einen oder anderen unpopulär, solche Szenarien nachzustellen. Warte mal. Bin bereit. So ist das Leben. Ja. Ist noch nicht viel passiert bis jetzt, zum Glück. Ja. Achtung! Aus einer nahegelegenen Haftanstalt sind mehrere Strafgefangene geflohen. Es wird vermutet, dass sie sich im Einsatzgebiet verstecken. Sie könnten bewaffnet und gefährlich sein. Ja. Spüren Sie alle geflohenen Sträflinge auf. Nehmen Sie sie fest und transportieren Sie sie ab. Achso, die muss man direkt nur im Gebiet alles klar. Aufspüren. Was geht's? Also wieder die Drohne. Aber es ist ja nur eine. Ja, wo ist denn hier das Gefängnis? Keine Ahnung. Fangen einfach mal hier relativ mittig in der Karten an. Wird gemacht. Schauen, was passiert, ob wir es hinkriegen. Ja, wie willst du die finden mit der Drohne? Wie soll denn das gehen? Gesichtserkennungssystem vielleicht? In einem mehrstöckigen Gebäude ist es zu einem Großbrand gekommen. Na toll. Es sind mehrere Personen eingeschlossen und es gibt Meldungen zu verletzten Personen. Löschen Sie die Brände und retten Sie die eingesperrten Personen. Toll. Also, für den Einsatz brauchen wir wieder die Drehleiter. Ganz wichtig. Dann brauchen wir einen Rüstwagen für einen Innenangriff, weil er auch das Equipment beiführt. Ja, das müsste erstmal, sollte auch erstmal ausreichen. So, unser Drohnenfahrzeug. Gucken wir mal, ob die was findet. Hier fliegt sie. Das ist unser Feuerchen. Also hier auf der Karte hier unten. Ah, cool. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das finden. Die Arschlöcher. Die SEK-Drohne hat ein Ziel gefunden. Wo? Echt? Achtung, Sträfling versucht zu entkommen. Sofort festnehmen. Wird erledigt. Ja, super. Jetzt muss ich hier diese Einsätze so koordinieren. Ja. Kann ich da jetzt abhauen? Ja, ich weiß nicht. Hoffentlich nicht hier über die Felder oder so ein Blödsinn. Das wäre natürlich extrem beschissen. Jetzt erstmal das Feuer anfangen zu löschen nebenbei.
Schnell aussteigen. Gott, da sind die da lang. Gut, dass die Drohne den wenigstens verfolgen kann. Jetzt ist er stehen geblieben, jetzt raus mit dir. Erwarte Befehle. Okay. Okay. Gut, erst nochmal. Nimmt's ihn fest. Das ist ja ein Befehl. Schaut's am Brand aus. Wir müssen noch mit der. Was gibt's? Okay. So. Ja. Du darfst mit der Axt. Hörer. Personen befreien. Ist in Arbeit. Hörer. Jawohl. Du bist ja eigentlich da drin. Aber. Was gibt's? In Ordnung. Okay, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wird gemacht. Bin bereit. Zu Befehl. Dass wir kein Einsatzkräfte-Chaos hier verursachen. Dann führen wir ab. Perfekt. Wo ist die? Achtung, Sträfling versucht zu entkommen. Juhu. Sofort festnehmen. Schick mal gleich die nächsten hin. In Ordnung. Der Streifenwagen bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen in der so, Basis. So, wie Verletzte haben wir? Einen zum Glück, ne? Perfekt. Kein Problem. Sanitäter okay. Und Rettungswagen. Muss der nochmal rein? Tatsache. Scheiße, hier brennt das nächste Haus. Ja, wird erledigt. Dann was du befehl. Brauchst du auf jeden Fall noch einen, verstanden. Einen Schlauch. Einen, also einen, sag's mir mal. Mit Hohlstrahlrohr. In Ordnung. Hafenschutzgerät und Feuer frei. Oh, ihr seid dran vorbeigefahren, ihr Affen. Ah, die macht echt die Fotogeräusche. Saugeil. Stellt euch da vor. Kim. Jawohl. Ja. Sofort. Wird gemacht. Erwarte du darfst den gleich festnehmen. Wird gemacht. Dann können wir uns hier oben wieder konzentrieren auf unser kleines Feuerchen. Ja, verstanden. Brauchen wir noch einen Rettungswagen. Was gibt's? Man muss halt echt schauen, dass die Einsätze schnell passieren. Oh, noch ein. So zwei. In Ordnung. Da wir ja auch das schnell. Erwarte Befehle. Okay, müssen wir nicht rein. Muss man hier rein? Nein, müssen wir nicht. Dann kannst du jetzt wieder reinhüpfen. Okay. Ja. Abkuppeln. Und dann die nächsten Oberflughydranten anschließen, am besten wahrscheinlich den hier. Haben sie den festgenommen? Perfekt. Dann kann der gleich den hier mit aufnehmen. Darf der Notarzt sich gleich um den nächsten kümmern. Passt. Ja, die müssen da echt vorbeilaufen, oder? Die sehen ja doch, dass es da brennt. Das kann nicht sein. Mein Gott. Jeder sieht, wenn einer das sieht, dass es brennt, dann ist es ein Gefahrenort, ein Einsatzort. Da kann man doch nicht einfach so gemütlich daran vorbeilatschen. Sportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ist die Drohne da jetzt schon zurück? Tatsache. Gut, dann können wir den auch noch schicken, das okay. Ist das erledigt. Dann können wir die jetzt den gleich aufnehmen, den Patienten. Und du darfst dich jetzt um die dritte Person noch kümmern. Ja, das schaut ganz gut aus. Das kriegen wir in den Griff, die Brände sind alle clashed. Dann darfst du wieder holen.
Du darfst auch wieder zurück auf dein Fahrzeug. Du darfst auch zurück in dein Fahrzeug. Ja gut, die schaffen das. Da rein. Du musst halt da lang fahren, Bur. Ernsthaft? Willst du jetzt echt außen rumlatschen? Höre. Erwarte Befehle. Okay. Was macht sie da? Bin dabei. Sofort. Also irgendwie sind diese Einheiten wirklich selten dämlich. So wie ich das jetzt schon mal so beurteilen darf. Wenn es recht ist. Ja okay. Gut, das ist halt eine Spree. Kein Problem. Verkehrsunfall. Na prima. Fahrzeuge sind zusammengestürzt. Retten Sie die Fahrer aus den Unfallfahrzeugen. Ach du Scheiße. Sorgen Sie alle Opfer und schleppen Sie die Unfallfahrzeuge ab. Prüfen Sie darüber hinaus anhand Ihrer Aufgabenliste, was sonst noch zu tun ist. Ja, das ist ja eigentlich klar. Wir müssen löschen, wir müssen versorgen, wir müssen retten und bergen. Mindestens ein Unfallfahrzeug brennt. Wir können den Fahrer erst dann aus dem Fahrzeug retten, wenn wir die Brände gelöscht haben. Und dann werden wir noch einen Abschleppwagen benötigen. Aber dass da auch mal keiner aussteigt oder vielleicht da mal schaut. Gelöscht werden, bevor wir sie abtransportieren können. Perfekt. Gut, dass ihr das mir sagt. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation. So, du darfst auch hin. Wenigstens fallen im Spiel die Fahrzeuge zur Seite und nicht nur. Naja, reden wir lieber nicht drüber, über Rettungsgassen. Absitzen. Schnell mit dem Schnellangriff am besten mit dem Feuerlöscher löschen. Alles klar. Beeilt's euch jetzt. Okay, das funktioniert. Dann können wir die schon mal mit dem Schneidgerät ausrüsten, dass wir das Fahrzeug zerlegen. Dann stellen wir am besten da hin. Was gibt's? Obwohl, der kann da auch stehen bleiben. Ah, na, passt. Jawohl. Können wir gleich rausholen. Ja. Den stellen wir da hin. War schon cool, dass der. Achtung, uns wurde berichtet, dass eine Person eine Zeitbombe gelegt hat. Willst du mich verarschen? Der Täter ist bewaffnet und gilt als gefährlich. Entschärfen Sie die Bombe, verhaften Sie den Bombenleger. Sollte die Bombe explodieren, bevor Sie sie entschärfen können, dann kümmern Sie sich um alle Folgeschäden. Ernsthaft? Sag mal, was ist denn da mit den Leuten los? Wir machen jetzt gleich kurz einen Prozess. Ist in Arbeit. Okay. Und was brauchen wir wieder? Unseren schönen Roboter. Kein Problem. Brand oben ist gelöscht. Perfekt, Leute. Und guck mal an, das macht er automatisch. Da kann er jetzt hier gleich. Was geht's? Den Hallo? Bin bereit. Versorgen. Und der den Obtrab. Du gehst da rein. Du darfst A rein. Du darfst A rein. Dann stellen wir die da oben gleich hin. Dann müssen wir nicht mehr so viel machen. Der muss erst seinen Schlauch holen. Das darf er auch gern machen. So, wie schaut's da aus? Also wenn jetzt hier eine Zeitbombe hochgehen würde, würde quasi das Haus explodieren. Oder was? Ach scheiße, jetzt habe ich 6 runtergelassen. Gott sei Fix, ich wollte gar nicht 6. Den soll er einfach gleich umballern. Wie gesagt, ich mache da kurz einen Prozess. Kein Problem. Weil ich glaube, München hat nicht so die gute Erfahrung mit Terroristen. So, dann darf dann der Bombenheini aussteigen. Der Notarzt darf aussteigen.
Ich darf den einfach da liegen lassen, ist da wurscht. Schaut's doch nicht anders verdient, wenn er. Achtung, ein Brandstifter ist entflohen und hat ein Gebäude mit einer Person darin in Brand gesteckt. Nehmen Sie den Brandstifter fest. Ernsthaft? Löschen Sie alle Brände und kümmern Sie sich um die Opfer. Wird gemacht. Gut, der ist nicht weit weg. Zur Krankenstation in der Basis. Haben wir es geschafft, oder? Erwarte Befehle. In Ordnung. Wo ist denn da der Brand? Alles klar. Wo ist denn Polizei? Da. Erwarte Befehle. Sonst hat ihm vorbeigefahren, der ist direkt mir auf. Ich glaube, bis jetzt Feuerwehr eintrifft, kann man eh nicht viel machen. Aber wir können schon mal einen Rettungswagen da hinstellen. Wir brauchen eine Drehleiter. Oh Mann. In Ordnung. Willst du mich verarschen? Okay, da haben wir einen Verkehrsunfall erfolgreich behandelt. Komm hinterher. Ja. Bin bereit. Verstanden. Wird gemacht. Höre. Absitzen. So. Hat jetzt einer noch die Axt am Start? Ja. Oder nicht? In Ordnung. Dann kriegst du jetzt an. Was geht's? In Ordnung. Muss der rein? Na, der muss gar nicht rein. Perfekt. Retten. Ja, du darfst aussteigen. Höre. Musst du den behandeln? Na. Dann stellen wir den da hin. Ja. Das auch. Bin bereit. In Ordnung. Darfst Helfer zu löschen? Haben sie den eingesagt? Perfekt. Und was war jetzt hier noch? Den haben sie doch versorgt, oder? Drohne. Na, die Drohne. Darf wieder eingesackelt werden. Du darfst auch eingesackelt werden. Dann brauchen wir noch dort. Hab ich da ein RTW? Na. Hab ich da noch Korn? Okay. Wird erledigt. Du darfst schon wieder aufsteigen. Notruf, Gebäudebrand. Ursache unbekannt. Alles klar. Löschen Sie alle Brände. Bin bereit. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Erwarte Befehle. Ernsthaft. Ist in Arbeit. Gut, dass wir eh schon Feuerwehr draußen haben. Was gibt's? In der Zwischenzeit darf man nochmal da her schauen. Den transportieren sie jetzt ab. Was geht's? Du darfst da hinten. Na. Bin bereit. Du darfst da hinten landen. Du darfst fahren. Ich hoffe, wir haben nicht so schnell wieder einen Bombenleger, einen geschissenen. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Nimmt der runter? Glaubst du, das muss ich da landen oder was? Erwarte Befehle. Sag's leid. Optimal. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation. Das Opfer? Wird gemacht. Willst du mich verarschen? Das Opfer. Erwarte Befehle. Ja, wie wär's denn mit Wurmfahren? Hä? Hier oben, Polizei. Mein Gott, ihr braucht echt extra Einladung. Sofort. Du auch? Ab mit Alles dem. Klar. So.
So. Feuerwehr. Okay. Hör, alles klar. Absitzen, Leid. Was geht's? Der Streit erledigt. Bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen in der Basis. Zu Befehl. Mag er nicht. Erwarte Befehle. Ja Gott, vielleicht langt's auch, wenn's dann in den Angriff bzw. einen Wassertrupp mit hinstellst. Was geht's? Wird erledigt. Da hörst du echt bei dem Spiel wenigstens die Geräteraumtüren aufrollen und abrollen. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja Gott, wenn wir den nicht brauchen. Wir machen das schon. Darfst du schon rumfahren. Wer ist denn er hier? Da brennt's ja immer noch. Bin bereit. Dabei. Brauchen wir schnell ein Tanklöschfahrzeug. Unten habe ich gar nicht geschaut. Wird erledigt. Und vielleicht nochmal eine Drehleiter. Oh, das ist vielleicht ein Mist. Wird gemacht. Ja. Du darfst vor allem. Ja, da brennt's, das habe ich auch gesehen. Also weißt. Wollen wir die Rüst. Sollen wir den nur hinschicken, wenn er eh schon unterwegs ist? Ja. Bin dabei. Scheiße, den haben wir vergessen. Sofort. Der darf auch mal. Brandausbruch. Ursache unbekannt. Alter. Löschen Sie alle Brände und kümmern Sie sich um alle weiteren Schäden. Verstanden. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation. Dann schicken wir den Rüstwagen gleich zu dem anderen Brand. Vielleicht haben wir es ja nicht so schlimm. Ja, wo ist es denn? Was brennt denn da? Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Hallo? Ach da. Ja, ja, da reicht es, wenn wir den Rüstwagen hinschicken. So schnell breitet sich das hoffentlich nicht aus. Auch wenn man nie weiß, wie schlimm das Feuer werden kann. Jawohl. Darfst vor allem. Ablöschen. Aber flott. Jetzt ist das Fahrzeug hinüber, oder? Sofort. Nur weil es pennt hast. Was ist das? Shell. Scheiße. Hätte auch in die Luft fliegen können. Was geht's? Ernsthaft. Haben wir es nicht vergessen? Ja, kacke. Jetzt haben wir einen Feuerwehrmann auch vergessen, oder? Erwarte Befehle. Hoppla. Dann schickt man ein schnelles Fahrzeug hin. Das ist mir jetzt schon irgendwie peinlich. Bin bereit. Erwarte Befehle. Wieder. Na, jetzt echt, oder? Bin bereit. Oh Mann. Das muss jetzt in der Sitte. Die andere Hütten auch noch. Wird erledigt. Was geht's? Verstanden. Ist da wer drin gewesen? Oh. Die Stelle ist für uns nicht erreichbar. Oh. Wir sollten einen anderen Bereich auswählen, um uns zu platzieren. Noch passt. Alles klar. Was geht's? Sofort. Wie kann dieses Gebäude innerhalb von nicht mal einer Stunde zweimal brennen? Kotzt mich das was an. So leid, gleich das Löschen anfangen. In Ordnung. Was geht's? Verstanden. Jetzt haben wir da noch zu zweit, ne? Bin bereit. Der darf ich nicht okay. Ernsthaft, oder? Dann laufst einfach hoch, mir ist das wurscht.
schicke jetzt nicht extra einen raus. Oh Mann. Also wie man sieht, wenn du einen kleinen Fehler machst oder irgendwas vergisst, bist halt gleich am Arsch. Was ist jetzt die Drehleiter? Du, da brennt's, Digga! Furchtbar. Ja, wird erledigt. Darfst du auch rumfahren. Bin bereit. Alles klar. Einmal Sinkflug bitte. Wird erledigt. Kacke, Mann. Zwölf Brände. Erwarte Befehle. Jetzt aber hier drüben noch. Wird gemacht. Die Drehleiter darf sich ja gern drum kümmern. Mein Gott. Soll jetzt echt noch ein Tanklöschfahrzeug anfordern? Ist doch peinlich sowas. Scheiß was drauf. Scheiß was drauf. Sind ja nicht unsere Gelder, die da flöten. Wird erledigt. Geh hin. Schaut jetzt da oben aus. Höre. Na, du löscht jetzt die Brände. Da drüben. Dafür haben wir die Drehleiter. Die darf sie jetzt da hinstellen. Und dieses Gebäude löschen. Jetzt brennt dieser verkackte Baum schon wieder. Ich krieg dieses Kotzen. Oh Mann. Nein, du sollst den Brand da drüben löschen. Ich glaub, die ist. Ja. Wo ist jetzt der Hubschrauber?